So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind in einem Schrein gelandet, auf der Suche nach drei Quellen, auf der Suche nach einem Eingang, auf der Suche nach der nördlichen Hebramine, auf der Suche nach Koga. Und ja, das ist leider ein sehr schwieriger Schrein. Weil man muss hier irgendwie schleichen und ich schaff's noch nicht so ganz, ohne diese Viecher aufmerksam zu machen, da längs zu kommen, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber ich habe noch nicht so den optimalen Anfang gefunden, muss ich gestehen. Weil es egal ist, was ich mache, irgendwie entdeckt sie mich. Und es sind so Fässer hier, aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, welchen Sinn die Fässer haben. Ich dachte, er ist vielleicht zum Waffenverstärken oder so, aber das kann es irgendwie auch nicht sein. So, der Punkt ist, wenn ich jetzt hier drüber springe, wird der mich wahrscheinlich auch bemerken, ne? Ah, nee, doch, noch nicht. Okay. Aber das ist, was ich nicht verstehe. Es sind so Fässer und ich. Und hier sind so Laser. So. Und ich kann mit den Fässern die Laser zwar blockieren. Und ich kann hier auch so drüber springen, aber wenn ich die blockiere, löse ich sie dabei ja aus. Also, genau das will ich ja gerade nicht. Also so ganz ist mir noch nicht. Oh, da drüben ist auch was drin. Was ist denn da alles drin? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal das Ding da drüben an. Ist das Ding feindlich gesinnt oder ist es auf meiner Seite? Das war nicht, was ich wollte. Ich glaube nicht, dass das Ding auf meiner Seite ist. Ich glaube, das geht voll ab gleich, wenn ich da irgendwas mache. Und was bewacht das Ding? Ach so, Flammenteile, okay. Ich habe eine Idee. Anders geht nicht. Da geht es. Warte mal. Huts, 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 huts.
Wieso kriege ich den jetzt nicht mehr? Ach, der ist zu weit. Okay, der ist jetzt auch zu weit unten. Ja, wir probieren mal was. Okay. Das juckt das Viech herzlich wenig. Das ist gut. Und dann haben wir jetzt einen Flammenwerfer. Und einen Laserwerfer. Den kann ich für mich nutzen. Sehr gut. Ganz weiß, wohin der gerade schießt. Der geht nur noch in die Richtung, okay. Schön. Das war einer der stärksten. Geil. Burn! Burn! Ja, hau ab! Oh shit. Aber jetzt kommst du hier aus der Flammenhölle nicht mehr raus. Muhaha! Oh, er kommt doch aus der Flammenhölle raus. Hier. Mehr Feuer. Oh, jetzt fehlt nur noch der eine draußen. Jetzt kriegen wir das Ding da nicht raus, oder was? Doch. Ah, der ist zu weit weg. Komm ich da drüber? Nicht ganz so gut, wie ich wollte.
Aber mal eine Frage, gibt es hier keine Truhe? Ich habe doch jetzt eigentlich alles gesehen. Wo soll jetzt hier noch eine Truhe sein? Rennt alle in der Hölle. Sehr schön. Es sei dir erneut gestattet, Werkzeug zu verwenden. Ach, das war ein schöner Start in den Part. Ach, die Truhe ist da, okay. Diese ganzen Mistdinger haben wir einfach mal komplett auseinandergenommen. Prima. So, leider kriegt man die ganzen Sachen, die man hier mitnimmt, ne, die man hier bekommen könnte, das kann man alles nicht behalten, deswegen können wir einfach gehen. Und alles ist cool. So, dann war das jetzt auch die Truhe, richtig? Okay, cool. Sehr schön. Oh, dieses Feuerding zu finden, war ja großartig. Dieses Feuerteil zu finden, war ja absolut großartig. Schöne Kombination. So, und wir sind direkt an der Quelle. Beziehungsweise, wir haben sie sogar schon als Karte bekommen. Das heißt, wir wissen, dass es die Quelle ist. So, das heißt, wir haben alle drei Quellen gefunden. Jetzt ist die nächste Aussage, dass in der Mitte von diesen Quellen, in der Mitte von den Quellen ist der Schatz, wenn man... Oha. Ich hab keinen Bock auf euch, echt nicht. In der Mitte von diesen Quellen ist der Schatz. So, das heißt, das hier sind alle drei Quellen. Da ist, wie gesagt, sogar der Schrein gewesen. Okay, guck mal, hier ist noch irgendwas Interessantes. Keine Ahnung, was das ist, aber das sieht interessant aus. Das ist zwar nicht in der Mitte, aber hey. Ja, aber Mitte wäre halt so irgendwo so hier die Gegend. I don't know. Irgendwo so hier die Gegend, dann sollte ich mich vielleicht da mal umgucken. Vielleicht ist da irgendwo ein Eingang zu einer Höhle. Beyond Schneefeld, ja. Vielleicht ist da irgendwo ein Eingang zu einer Höhle auf diesem Schneefeld. Oder hier so, ne? Da müssen wir uns da halt mal umgucken. Okay. Aber jetzt als erstes will ich einmal dahin. Das interessiert mich jetzt auch, was das ist. So, dieser Stern hin. Dieser Stern weg. Dieser Stern weg. Dieser Stern weg. Okay. So, ist jetzt wieder irgendeine Möglichkeit, nach oben zu kommen auf schnell? Sieht nicht danach aus, das ist schlecht. Ein paar Blutforellen noch mitnehmen. So. Mal kurz irgendwo anhalten. Sehr schön.
So. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Korrekt? Naja, nicht ganz. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Da unten ist dieses Ding, ne, was ich da markiert habe. Oder? Nee, nicht ganz. Wo ist es? Doch, das ist schon das. Also es haut nicht ganz hin vom Stern her. Aber auf jeden Fall ist da was. Ist das das, was gemeint war? Aber das wäre halt brutal weit weg von dem hier. Weil eigentlich wollten wir hier unten ja in die Mine. Das ist jetzt ja ganz woanders. Aber hier ist auf jeden Fall was. Insofern. Insofern sage ich da nicht nein. Hebra-Riesenfossil. Oh. Das Ding ist hier. Reicht hier jetzt eigentlich wieder meine normale Kleidung? Dann könnte ich nämlich hier wieder ein bisschen hier... Ja, sehr schön. Ein bisschen aufräumen. Ach, ich trottel jetzt. Ich lern's nicht, ne? Ich kann doch längst den Dings nutzen, Mann. Warum? Warum mache ich das? Ach so. Weil er die in alle Himmelsrichtungen verpfeffert. Ja, das hatte ich schon wieder vergessen. Wollte nicht irgendjemand, dass ich die fotografiere? Ich mache mal ein Foto, aber im Moment wird es nicht als Quest markiert, also... schwierig. Okay, ich habe ein bisschen Bammel, dass wir hier gleich in den nächsten Gegner reinrennen. Hä? Hier war nichts drin. Den habe ich doch jetzt ganz normal aufgemacht. Bin verwirrt. Cool. Ich habe bloß gerade gleich keine Waffe mehr, mit der ich... mit der ich das ordentlich aufmachen kann. Ist jetzt blöd. Yo, hier wollte ich überhaupt nicht hin. Aber ist auch interessant, I guess. Ach du Scheiße.
Ah, perfekt. Dann kann ich den... Oh, nee. Oh, nee. Wieso kann ich den nicht nehmen? Was ist das? Was ist das? Was ist da drin? Wieso kann ich das nicht nehmen? Okay. Oh. Ich glaube, der ist ein bisschen zu groß zum Synthetisieren. Einfach ein Riesenknochen. What the heck? Aber dann kann ich damit auch gar nichts machen. Der ist halt einfach da. What the heck? Okay. So, wo ist mein Gorone? Mach kaputt. Ist hier gar kein Durchgang? Ist hier nur der Knochen? Ja, aber der Knochen muss doch dann irgendeine Bedeutung haben. Nee, hier ist gar kein Durchgang. Hier war nur der Knochen drin gesteckt. Say what? Was soll ich denn jetzt mit dem Knochen anfangen? Irgendwo eingesetzt werden oder was? Aber ich kann ihn auch nicht hier verknüpfen oder so, ne? Nee. Ich komme schon wieder auf die wildesten Ideen. Erstmal Leuchtfisch holen. Okay, da drüben ist noch dieser riesige Eisklotz. Der ist mir nicht entgangen. Ich habe nur ein bisschen Bedenken, dass wir da irgendein großes Viech rausholen gleich. Deswegen speichere ich jetzt erstmal. Und dann gucken wir mal, ob ich den mit Gorone in Power aufkriege oder sonst Feuer brauche dafür. Aber das hat ja jetzt nicht so viel gebracht. Ach, Blödsinn. Hier, Feuer. Ah, das beschleunigt es jetzt auch nicht gerade. Was ist da drin? Ist da eine Leune drin? Das, ist da ein Gegner drin oder was ist da drin? Sieht es aus wie ein Gegner? Sieht es aus wie was mit einer Waffe in der Hand? Oder? Ich glaube, da ist ein Leune drin. Kann das sein? Nee, das ist ein Kopf mit Ohren. What? Was soll ich mit dem Zeug? Ich meine, das kann ich jetzt verknüpfen. Das habe ich mir. Das ist mir klar.
Aber wozu? Warum? Wieso? Was ist hier los? Es wird jetzt ja wohl kaum so ein Puzzle sein, wo man eine Stelle diese Dinger einsetzen kann. Ich meine, hier würde es Sinn ergeben, ne? Also dieses Ding hier. Dieses Ding hier würde hier natürlich Sinn ergeben. Wenn das wo passen würde, dann hier. Aber... Aber was soll... Nein, ich hatte es doch gerade besser. Also es sieht ja einigermaßen okay gerade aus. Jetzt muss ich es nur noch da... Aber das ist doch... Guck mal. Das ist so richtig schief. Das ergibt doch keinen Sinn, das da reinzuquetschen. Jetzt kriege ich es gar nicht mehr. Ah, jetzt wieder. Das kann doch nicht gedacht sein, dass man das hier reinquetscht. Weil so, das ist halt so krumm und schief. Oh, oh, oh mein Gott. Nee, also keine Ahnung, was die... Wofür tue ich das? Ist hier irgendwas gewesen? Ist hier an der Stelle jetzt irgendwas aufgetaucht? Nee. Wo ist jetzt der Eingang von dem Ding? Hier. Hebra-Riesenfossil. Das ist aber auch nicht abgehakt. Also hier muss es auch so ein Viech geben. Alter, was soll ich mit den Knochen machen? Das ist komplett irre. Ich kann die Knochen nirgendwo ransetzen. Das ist komplett bescheuert. Das ist der einzige Knochen, den ich mir vorstellen könnte, den man da irgendwie einsetzen kann. Auch wenn ich nicht weiß, warum und wieso und weshalb. Ich kann hier aktuell, glaube ich, nichts machen.
Aber ich sehe halt auch keine zweite Höhle oder irgendwie sowas. Ich habe den einen Knochen jetzt aus dem Gestein befreit. Ich habe den anderen Knochen aus dem Eis befreit. Aber ich habe keine Ahnung wofür. Okay, ich sehe, wie gesagt, ich sehe auch keinen zweiten Höhleneingang, der mich irgendwie zu so einem Viech führt. Ich glaube, ich bin hier aktuell einfach völlig lost. Ich meine, das ist, wie gesagt, das ist so böse schief, das kann doch nicht sein, dass man das hier reinmanövrieren muss. Halt wirklich exakt da rein. Aber wieso? Warum? Ich verstehe den Sinn nicht von diesem Ding. Und ich verstehe jetzt vor allem nicht, wo der lange Knochen hin soll. Ey, das hat bestimmt was mit der Quest zu tun von der Frau, die so begeistert ist von diesen Viechern. Das kommt bestimmt erst später. Ich kann jetzt hier nichts machen. Ich gehe jetzt hier wieder. Ich ärgere mich schon wieder, dass ich wieder was gefunden habe, was ich erstens eigentlich gar nicht finden wollte und womit ich zweitens noch nichts anfangen kann. Aber der Typ ist auch nicht hier, der Decken-Heinz. Also da ist bestimmt irgendwo, ist da bestimmt noch was versteckt. Irgendein Eingang, irgendein zweiter Weg, irgendeine, keine Ahnung. Oh. Gut, dann haben wir den gefunden. Ist in Ordnung. Dann bin ich zufrieden. Und dann wissen wir jetzt... dass das Fossil hier ist, wenn wir es suchen wollen. Na? So. Und wenn es irgendwann mal eine Quest gibt mit dem Viech, dann können wir uns da auch die Knochen... Dann wissen wir, wo man die Knochen herbekommt. Verrückt, ey. Einfach nur verrückt. Ja, eigentlich wollte ich mir dieses Ding hier angucken, aber irgendwie bin ich jetzt hier gelandet. Aber was ist das dann für ein komisches Rechteck? Das sieht so richtig wild aus. Was ist das? Das sieht auf der Karte aus, also wenn da irgendein... Das ist das! Okay, das ist... ein super merkwürdiger Ort. Aber auch ohne Bedeutung aktuell. Aber ja, okay, das ist super... Das sieht voll... Okay, das ist genau das Rechteck, ja. Und das Rechteck markiert halt diesen Ort hier. Okay. Sehr interessantes Teil. So. Wir wollten eigentlich... Ja, okay, die Richtung stimmt. Einfach da in die Mitte gucken, ob wir irgendwas finden. Was wie eine Höhle aussieht, was wie... Keine Ahnung. Ja, das hier war schon eine gute Höhle. Aber leider nicht eine, die zum Erfolg geführt... Da ist wieder so ein riesiges Eisding. Da ist schon wieder so ein riesiges Eisding.
Und es hieß ja, man muss irgendwo Wasser fließen. Ich dachte gerade, Leute. Mein Gott, ich bin schon völlig lost. Es hieß ja, man muss irgendwo Wasser fließen lassen. Vielleicht kann ich hier eine Quelle freisetzen oder irgendwas. Okay, was ist jetzt hier drin? Ich speichere aber vorher. Irgendwann springt mir da ein Leune raus oder sonst was. Ich hab... Ne? Was ist hier? Das Ding ist riesig. Aber wäre das in etwa mittig? Das wäre voll mittig. Das wäre brutal mittig. Das ist auf jeden Fall, was wir suchen. Ah, dann ist das ein Höhleneingang, den wir gleich freisetzen wahrscheinlich. Ich glaube, wir kriegen hier gleich einen Höhleneingang. Jo. Wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. Dann ist hier gar nichts drin. Geil. Nordhöhle am Bilon Schneefeld. Okay, und hier muss jetzt der... Also ich schätze mal, ja, das führt von der Richtung her, führt das auch in die Richtung runter. Ich schätze, wir kommen jetzt höhlentechnisch irgendwie hier hin und dann ist da so ein Eingang ganz weit nach unten. Krone. So, und jetzt, wie geht das Rätsel weiter? Entfesselt dort das Wasser, damit der Schatz erwacht. Okay. Krone. Oder muss ich da... Okay, ich glaube, ich muss da Feuerpfeil reinjagen. Feuerpfeil. Ja, guck mal, hier sind ganz viele so Teile. Ja, entfesselt doch das Wasser. Alles klar. Let's go. Aber das führt mich dann jetzt leider überhaupt nicht... Scheiße. Überhaupt nicht weiter, wollte ich sagen, aber hier ist ein Weg. Nee.
Ah, das ist einfach nur ein Fail-Weg. Ah, okay, also es gibt auch falsche Wege sozusagen. Falsche Stellen zum Sprengen. Okay, noch einen gefunden. Da ist noch eins. Das war wieder fake. Ich hatte gerade ein bisschen Bedenken, dass das schief geht, aber es ging gut. Geht hier der Weg weiter? Nee. Okay. So, wo ist denn noch was zum Sprengen? Da ist noch was. Ah, auch wieder fake. Fake-Weg, okay, schade. Wo ist noch... LOL! Dann sagen wir erstmal ein Hallo zu dir. Ich habe nur irgendwie das dumpfe Gefühl, dass dieses Rätsel hier leider nichts mit Koga zu tun hat. Die Hoffnung hatte ich ja, weil das bei Sidon so war. Aber ich fürchte nein. Oder hier geht jetzt ein Weg auf und dann geht's da weiter. Ich habe nichts gesagt. Wenn es dahinter weitergeht, cool. Wenn es dahinter nicht weitergeht, dann habe ich zumindest den Schatz gefunden. Sieht nicht gut aus. Ja, dann ist das hier nur der Helm. Dann ist hier nur der Helm. Oh, aber das ist ein zweiter Kälteschutz. Ja, let's go. Das ist jetzt wiederum richtig stark, weil jetzt kann ich meine Dings weglegen. Jetzt kann ich immer mit normaler Waffe hier rumlaufen. Das ist stark. Das ist richtig stark. Aber hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Das war... Oh, scheiße. Das war jetzt ein kompletter... Also, es war nicht verkehrt, hier hinzugehen. Überhaupt nicht, weil den Helm und die Kleidung will ich natürlich haben. Aber es hat mich leider meinem Koga-Weg nicht weitergebracht. Also dem Weg, die Mine zu finden. Ich hatte gehofft, dass genauso wie beim Sora-Dorf... der Hauptcharakter sozusagen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Soll ich jetzt hier mit Deckensprung raus oder gibt es einen anderen Weg? Doof wäre es jetzt, wenn ich irgendeinen Weg übersehe, ne? Wenn ich jetzt irgendeinen Weg übersehe, der doch hier weiterführt, dann wäre das richtig dumm. Scheint mir nicht der Fall zu sein. Ich glaube, ich kann mich nur mit Deckensprung hier raus befördern. Ich glaube, ich kann mich
mich in einem Deckensprung rausbefördern. Ha. Ja, aber das ist der Schatz. Das ist die komplette Geschichte mit dem Schatz und damit hat sich das hier jetzt auch erledigt. Das ist einerseits gut. Und andererseits leider richtig, richtig sch... Nein, danke. Kein Interesse an dir. Hilfe. Oh, aber hier ist ein Krocki-Rätsel. Das machen wir gerade mal. What? Was habe ich denn hier für ein Stück überhaupt? Hallo? So ein Stück habe ich hier, okay. Ah, ich glaube, ich sehe es. Ich dachte, ich hab's gesehen. Warte, oder? Nein! Ja, so, so. Nein! Ah. Das passt auch nicht. Wo gehörst du rein? Wo gehörst du rein und wie? Weil, also hier ist halt ein Loch. Hier ist halt ein extra Loch. Ich sehe nicht, wie ich mit dem Teil hier Symmetrie herstellen kann. Außer, das kann so, warte mal, so rum. Das hätte ja auch keinen Sinn. Also wenn wahrscheinlich von der Seite. Oh, jetzt sehe ich's. Das hat gedauert. Okay, aber das war mal ein cooles Krochrätsel. Die, wo man ein bisschen nachdenken kann, mag ich mehr. So, ja, aber das heißt jetzt zurück zum Dorf der Orni, ne? Scheiße. Scheiße, ich bin überhaupt nicht weitergekommen. Was Koga angeht. Ich bin weitergekommen, was den Helm angeht. Das ist cool, dass wir den haben. Weil es ein weiterer Kälteschutz ist. Das ist sehr gut. Aber... ich habe nichts von dem Weg gefunden, der mich darunter führt. Ach Mann, dann war das ein kompletter... Oh, scheiße. Dann war das ein kompletter Irrtum. Aber wir sind schon wieder bei 50 Minuten, ne? Dann war das ein kompletter Irrtum,
dass... Oh je, ich gehe gleich runter. Das ist jetzt natürlich auch gar nicht gut. Da kann ich was sprengen. Aber da komme ich jetzt nicht mehr rüber. Ich kann hier stehen. Oh, so gut. Oh mein Gott, was ein Glück. So, was ist hier? Ah, okay, das ist auch nicht schlecht. Ach, das ist so ein Fleder. Haben wir das schon mal fotografiert? Genau, weil okay, so. Jetzt liege ich wieder in die falsche Richtung. Ich wollte hier links. Da ist nochmal so ein Windsturm. Versuchen wir mal dahin zu kommen. Problem ist, ich würde jetzt ja gerne die Zora-Rüstung anziehen. Aber dann wird es mir kalt. Wobei ich den Teil ersetzen könnte, der nicht mich warm macht. Und das ist der Teil. Ja, das kann ich machen. Dann haben wir zumindest ein bisschen Schwimmtempo plus. Und mir ist trotzdem nicht kalt. Aber das könnte nicht reichen. Nee, das reicht nicht. Das ist ärgerlich. Nope. Okay. Dann muss ich da anders rauskommen. Jetzt bin ich hier runtergesegelt und jetzt komme ich nicht mehr raus. Bisschen Vorlauf durch die Luft. Mal gucken, wie viel das Unterschied macht. Ich fürchte nicht genug. Bisschen Glück kann ich auf dem Ding stehen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Hey, es hat einen Unterschied gemacht, und zwar einen deutlichen. Oh, Bruder, nein! Das ist nicht gut. Okay, ich kann zum Glück komplett hier stehen. Puh. Puh. Da hätte ich es mir gerade nochmal fast versaut. Das wäre ärgerlich gewesen. Ich brauche den Goronen. Ich brauche nicht euch, ich brauche den Goronen. Okay.
So, aber hier sehe ich auch keinen Eingang oder sonst irgendwas nach. Ey. Ah, das ist echt schwierig. Es muss unterm Ohrendorf sein. Dann müssen wir da nochmal alles unter die Lupe nehmen, ob wir da einen Eingang finden. Ach Mann, ich wollte ja das schon suchen. Und dann ist mir halt eingefallen, dass ich mit denen vielleicht reden könnte wegen einer Quest und dass die Quest mich dahin führt. Und dann hat das alles so gut geklungen, als ob mich wirklich die Quest dahin führt. Als ob meine Idee komplett richtig wäre. Ja, und dann wurde ich leider gebaitet. Ah, das wird wieder nichts. Ja, stabil. Dann gehen wir hier an die Seite längs. Alles kein Thema. So, mich interessiert der Turm da. Weil am Ende von... Guck mal, hier... Was ist das denn? Also irgendwas ist hier. Ach, ein Scheiß. Ein Scheiß Rucksackkorb. Ach nee, den muss ich jetzt mit dem Floß irgendwo hinbringen, oder was? Wo willst du hin? Oh, da ist tatsächlich eine Truhe drauf. Okay. Ja, wo willst du hin? What the heck? Oh, zum Glück habe ich alles schon gesehen. Junge. Asshole. So. Toll. Hat ja fast funktioniert. Hup.
Funktioniert das jetzt? Wunderbar. Das heißt aber, der taucht erst auf, sobald man die Quest aktiviert. Weil ich war doch hier vorhin drauf und da war keiner. Oder habe ich den einfach nicht gesehen? Weiß es nicht. Egal. Ja, viel Spaß hier auf der Insel. Vor allem hier wieder runterkommen, wünsche ich richtig viel Spaß. Wo sind wir denn jetzt? Nee, hier war ich vorhin nicht. Hä, hier war ich vorhin nicht? Wo bin ich denn jetzt? Was ist denn jetzt das hier für ein komischer Ort? Ist vorhin überflogen? Also ich muss doch hier in der Nähe gewesen sein. Corona. 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 Ja, kommst du jetzt vielleicht mal? Mein Gott. So. Weil jetzt könnten wir wieder... Oh. Okay, wir machen noch ein Krochgrätsel. Ist in Ordnung. Habe ich gar nichts dagegen. Machen wir noch ein Krochgrätsel. Zack. Zack. So. Okay. Da oben ist die Quelle, ne? Ne, hier ist die Quelle. Was sind das für Fahnen jetzt? Ich wollte doch mal nicht. Ja, wir müssen uns hier beim nächsten Mal weiter umgucken. I'm sorry. Vielleicht finden wir beim nächsten Mal den Eingang in den Untergrund. Danke fürs Zuschauen und tschüss.